Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Heu4 und ihr seht einen mächtigen Blob mitten in Europa und das nennt sich Österreich-Ungarn zumindest noch. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich in Frieden kommen, damit mir dann die Russen die Gebiete hier überschreiben können, dass ich das Heilige Römische Reich Deutsche Nation gründen kann. Wir haben in der Zwischenzeit uns noch kurz Danzig geholt, das war offscreen. Und ich habe mir angeguckt, was wir machen. Und wir werden wahrscheinlich das Patriarchat hier enforcen gleich und noch ein paar andere Sozialgesetze erlassen. Und dann werden wir später noch die Luftwaffe ein bisschen verbessern. Ja, und generell läuft es eigentlich gerade ganz gut. Wir müssen jetzt auch inzwischen nur noch einmal Gummi einhandeln. Das läuft also auch ordentlich. Und können dadurch alles Mögliche produzieren. Die Alpenjäger brauchen wir nicht mehr. Oh, fuck. Okay, doch, können wir noch. So, dann haben wir nämlich noch zwei davon. Nee, wobei, wir haben jetzt eh 24 von 24. Das passt. Wenn unser Limit dann durch ist. Wir sind auf Pause. Das ist schlecht. So. Wir heben gerade noch mal ein paar Kavallerieeinheiten aus. Die Idee ist, dass sie damit einfach so viel wie möglich garnisonieren später, falls die KI irgendwo landet. Ich werde jetzt auch große Teile meiner Armee. Ich dachte, wir hätten 24 von denen. Wahrscheinlich noch ein paar nicht in Gebrauch. Ich werde meine Gebirgsjäger nach Amerika bringen. Die müssen nämlich dort unserem Verbündeten quasi Mexiko helfen, gegen die USA zu kämpfen. Und dann können wir die gleich noch ein bisschen trainieren. Das schade, denke ich mal nicht. So. Wir können auch noch Kriegspropaganda machen, aber ich muss auch noch gucken, dass wir irgendwann mal ein bisschen Stabilität bekommen. Und den Faschismus loszuwerden wäre auch nicht schlecht. Die sind bei 10%. Das ist aber noch nicht so wichtig. Also hier würde ich das Enforced Patriarchat machen, weil da haben wir ein bisschen weniger rekrutierbare Bevölkerung. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben prinzipiell relativ viel. Und dafür kriegen wir aber mehr Output. Also wir können mehr produzieren. Das ist in der Hinsicht einfach deutlich wichtiger als hier ein bisschen Manpower. Und auch die, dass wir eben weibliche Agenten bekommen. Es fällt mir politisch schwer, aber komm, wir sind die Habsburger. Bei uns werden Frauen nur genutzt, um sie zu verheiraten. Also ist das, denke ich mal, RP-technisch zu vertreten. So, wir müssen immer so ein bisschen gegenhalten, dass wir hier auf 3 bleiben, weil jemand 213 Stunden hinterher leckt. So, und hier können wir uns auch noch ein paar Sachen überlegen. Wir hätten ganz gern ein bisschen Stabilität, aber hier kriegen wir Factory Output auch noch und Ressourceneffizienz. Ja, okay, dafür können wir vielleicht mal 5% opfern. Also Culture Norms ist, glaube ich, gar kein Fehler. Und hier würde ich tatsächlich auf Lessons of History gehen. Es gibt nämlich mehr Entrenchment und vor allem weniger Attrition. Also wir verlieren nicht mehr so viel Truppen, weil wir zum Beispiel zu wenig Supply haben. Und das ist sehr wichtig, weil wir werden sehr viele Truppen später haben. Und dann brauchen wir das. Hier kann man natürlich später noch alles Mögliche reinhauen. Entrenchment, Kommando auf jeden Fall, damit unsere Gebirgsjäger noch mal stärker werden. Und dann können wir hier noch die leichten Jäger reinpacken. Hier müssen wir dann mal überlegen, was wir mitnehmen. Ja, wobei, da passt eigentlich noch alles, so wie es aktuell ist. So, Strategiefan, der darf jetzt einmal kurz rausfliegen. Und dann neu joinen, weil bei 256 Stunden. Da muss man gar nichts mehr machen. Habsburger Frauen Inzest zu verheiraten. Ja gut, das gehört natürlich auch noch dazu. Die werden natürlich in der Familie verheiratet. Mir geben ja nichts her. So, dann würde ich mal ganz kurz die Artillerie-Kollegen hier rausziehen. Die hier da rein. Die 5 hier. Wo auch immer die... Also, Kavallerie. Kommen da rein. Da können wir 5 Stück weniger produzieren. So. Und jetzt kann mir Russland tatsächlich die Gebiete überschreiben. Ich würde aber tatsächlich noch weitere Militärfabriken bauen. Wie viel Luftwaffe haben wir inzwischen? Oh, ein bisschen was. Perfekt. Da fällt mir ein, wir sollten vielleicht auch die Flieger hier einmal durchkonvertieren. Dann resinken wir einmal und solange wir sprechen mit denen. Guten Tag, einmal resink. Ja, der Isländer, der war auch 300 Stunden hinterher. Das erklärt so einiges, denke ich. Deswegen ich will mir gleich mal den Fokusbaum von den hier Isländer angucken. Der hat ja gesagt, er hat einen ganz eigenen Fokus. Okay. Das wäre dann auch wichtig, der Russe kann mir jetzt seine Gebiete geben.
Heiko und seine monotone Anfänge. Soll ich am Anfang immer ins Mikrofon schreien? Das könnte ich auch machen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Leute es gut finden. Ja, du brauchst halt, irgendwas Prägnantes, irgendwas, was dich auszeichnet. Mein Schwäbisch. So ein geschmeidiges Detail macht das immer ganz gut. Gott, werden die Videos demonetarisiert. Also Heiko, ich würde dir empfehlen, mute ihn einfach. Ich glaube, das ist für deine Monetarisierung das Beste. Ja, hallo, gut, ich meine die 30 Cent, die ich pro Video mache oder so. Doch, Heiko, mach das! Ich weiß nicht, auf was das bezogen war, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast oder ob du es überhaupt gehört hast. Ich habe mit dem Russen abgemacht. Er kriegt Alaska und ein bisschen was von Kanada oben. Das war damals schon ein schlechter Deal. Das war damals schon ein schlechter Deal. Aber ja, ich weiß. Ja, und alles andere interessiert ihn nicht. Okay, perfekt. Und er hält sich dann aus dem Krieg raus. Also sie intervenieren auf keinen Seite. Okay, perfekt. Wir schicken jetzt alle Truppen nach Dings USA. Rüber, ne? Alles jo. Zu. Ja, Dings ist auch schon dabei. Also wenn meine Konvois bei ihm angekommen sind, dann. Ja. Nein, der Safe-Stand ist broken oder was? Ist safe broken? Genau. Also Griechenland hat noch rein. Jetzt soll das fertig sein. Läuft doch. Gucken. Also laut meinem General bin ich hier mit einer Division pro Stück schon in der Übermacht bei den Amis. Oh, nice. Also ich könnte jetzt überrollen. Ich bin auch. Die haben auch nur 80 Divisionen oder so. Ja, bin auch mit 46.000 Infanterie-Equipment im Plus. Also ich könnte jetzt nochmal locker ordentlich was rausspammen. Also. Ich denke, Navy-Spam sollten wir auch haben, wenn halt die UK und die französische KI-Navy relativ kompetent mal spielen. Ich bin jetzt mal dabei, motorisierte Infanterie zu bauen. So, ich wollte ja hier den Leuten Indochina geben. Einfach einen viel zu krassen General. Kann ich nicht geben, weil das ein Puppet ist. Ach, scheiße. Motorisierte! Ach, fuck, ich hab hier gar nicht den krassen General. Scheiße. War das dann, der so gut war? Venezuela, mehr Gummi. So, der Feldmarschall. Ich geh mal kurz hier, wo ist die Kirche? Oh, der war auch gut. Bereit zum Ausrücken. Ja, der war auch nicht schlecht. Der hat zu wenig hier drin bei Hilfheit. Okay, also. Mit wem ist der Portugiese nochmal in der Fraktion? Ich glaube, mit den Skandinaviern. Mit Norwegen und Dänemark. Muss ja auf jeden Fall mit dem. Ich muss mal meinen Gebirgsjäger noch ein bisschen im Bergen kämpfen. Wenn ich sage, ein bisschen, meine ich wahrscheinlich richtig viel, weil wir ja schon ein bisschen was geskillt haben jetzt. Angetreten. Retake Spain, also retake the mainland hub. Take back the Spanish throne, so heißt das genau. Ihr habt Bundesländer, ihr habt doch gerade mal 3 Millionen Einwohner. Achso, warte, wahrscheinlich ist in Norwegen, oder? Das ist auch bei Österreich so weird. Ich meine, Österreich hat weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Hat dann nochmal Bundesländer. Von den Kantonen in Ding müssen wir gar nicht erst anfangen. Schweiz. Ja, das wäre jetzt so lustig gewesen, wäre Mexiko in Amerika damals einmarschiert. Haben die nicht auch mal Krieg geführt und zu dem Zeitpunkt. Ja, Mexiko hat die Fresse gekriegt. Ja, aber es gab Zeiten, da war Mexiko den quasi ebenbürtig. Das war. Mexiko hat vor den amerikanischen Bürgerkrieg auf die Fresse gekriegt. Mexiko hat auch aus dem Grund verloren, weshalb die Amis ihren Bürgerkrieg da so krass gemacht haben, durch die Zugverbindung. Mexiko hatte gar nicht rechtzeitig genug Truppen an der Stelle, wo die USA schon tonnenweise Truppen stehen hatte, wegen den Zügen. Okay. Die kamen gar nicht schnell genug dahin. Und dadurch, dass sie durch die Zugverbindung überall halt Waffen transportieren konnten, wie blöd. Hey, da kommen österreich-ungarische Truppen und ägyptische. Oder ist das jetzt falsch? Ja, das passt wahrscheinlich schon. So. Iran ist jetzt den ich dachte, Iran ist mit den Saudis zusammen. Boah, ich kann, glaube ich, richtig viele Truppen produzieren.
Also ich rede hier von richtig viel, weil ich ja die ganzen Waffen und so weiter von den anderen Ländern bekommen habe. Wie viel mal. Hast du im Plus jetzt? Also ich habe jetzt 3x24 Divisionen in der Produktion, habe immer noch 70.000 Waffen übrig. Okay, mal gucken, wie viel ich jetzt... Ich zieh mal mit. Ich glaube, ich hebe jetzt einfach... Oh, nee, ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr genug Manpower. Ich kann jetzt nur 12 Divisionen noch spammen. Oh, fuck. Aber ich weiß nicht, also ich würde mich halt gleich auf... Wollen wir das irgendwie aufteilen? Ägypten kümmert sich um die Westküste und Österreich, Ungarn und ich gehen auf die Ostseite. Befehle! Moment. So. Weil dann müssen wir nicht die Eingriffslinie einmal über komplett USA verteilen, dann könntet ihr... Achso, die USA... Ja, ich stehe schon an der Ostküste und habe da einen Angriffsbefehl. Aber meine Truppen sind noch nicht da. Dass du einmal... Warte. Dass Ägyptens Linie einmal bis hier lang geht, so. Und hier ist das von Österreich-Ungarn halt bis hierhin und ich mach dann halt die Mitte. Jo, ich mach noch schnell meine Kultur. Oh, ich kann ja hier noch den Kapitalismus durchdrücken, nice. Den Kapitalismus? Ja, ganz unten bei Government Policies. Das habe ich ganz übersehen. Gibt's keine Tanks in der Mod? Doch, Nuradon, doch. Aber ich als Österreich-Ungarn mach was anderes. Ich muss jetzt aber mal kurz zum Russen. Ja. Russland, könntest du mir kurz... Ah, perfekt, hast du schon. Habe ich jetzt gerade schon gemacht. Perfekt, danke. So. Ich darf, kann jetzt endlich... Hoffentlich klappt's. Bitte lass es funktionieren. Ägypten? Nein, ich habe kein Hessen. Wieso habe ich Hessen nicht? Fuck. Leute, wir haben ein Problem. Mir fehlt Hessen. Hessen? Ja. Löscht sie aus. Ja, gut. Wo ist Hessen überhaupt? Also die warte, Provinz warte, ich kann es hier, glaube ich. Nee, kann ich gar nicht. Ja, das gehört Deutschland jetzt, also meine Puppet. Scheiße. wie wir können ja einen Krieg, wir können ja einen Krieg machen und wir machen Peace Deal direkt. Kann man das in der Hessen. Mod? Ja, kann was, man. Was, hat mein Mod Krieg erklärt? Nein, gut. Ich schaue vor allem auf dich, ne? Okay, okay, ja, dann machen wir das so, perfekt. Ja, was mache ich dann so lang? Wann machen wir Hotjoin? Weil ich bin aus dem rausgegangen, weil ich pinkeln musste. 15 Minuten. Warte, warst du Island? Weil wenn ja, warst du 300 nein. Stunden hinterher. Nein, weil okay. Du nein. Aus der Iran. Okay, Österreich-Ungarn? Naja. So, ich mach jetzt mal kurz Balkan heilen. Nee, wir führen keinen aktiven Krieg gegen Österreich-Ungarn. Nur passiven. Was? Ja, genau. Kann man in der Mod Frieden machen? Weil wir haben ja, kein Peace-Mid-War-Ding drin. Doch, kann man. Okay, okay, ja, perfekt. Ich join einfach nicht. Ach, ja, es wäre nett, wenn einfach niemand joint. Wieso Justificated Russland? Ja, weil wir, ich brauche Hessen noch. Müssen kurz Krieg führen. Jetzt kommen sie alle rein. Ja, ich hätte auch. Was ist? Ja, wir bereiten kurz den Einmarsch auf die United States vor und auf einmal wird Justificated. Da haben wir so ein bisschen... Ja, was ist los? Alles gut, mir fehlt noch Hessen. Mir fehlt noch Hessen. Achso, also kein Krieg. Ja, doch, Krieg, aber nur kurz, dass Hessen rübergeschoben wird, weil es dem Puppet gehört und es anders nicht geht. Ach, du willst das Holy Roman Empire machen? Ja, ja, natürlich will ich das. Aber ja, muss halt Russland gegen dich justifieren. Heiko, ich muss halt kurz die Faction leaven, ne? Jo, alles gut. Ich bin mein Voice Team. Ist der Bulgare gerade da? So, und wie funktioniert eure Grenze zu den Russen? Ja, mit Russland, da haben, die machen wir uns noch ganz doll lieb. So, das funktioniert also soweit. Trainiere jetzt auch mal hier alle Truppen. Da unten, guck mal, da habe ich noch gar nicht geschaut, ob wir noch was Cooles machen können. Nee, das ist gar nicht, kommt gar nicht in Frage. Das könnten wir hier machen. Political Power Gain und Consumer Goods noch mal ein bisschen weiter unten. Und Stabilität. Wir verlieren nur ein bisschen War Support. Ist aber nicht so schlimm, davon haben wir einiges. Also tatsächlich können wir die freie Presse wählen. Ist ja mal nett. Riskieren Sie viel, Herr Kaiser. Warte, wo riskiere ich was? Und kaum Manpower. So, Dänemark. Uff, Dänemark möchte Dinge. Da muss ich mal kurz schauen. Ich muss mir hier in Force Growth machen, aber dafür kriegen wir Consumer Goods. Also nochmal 2%, das brauchen wir nicht. Verlieren wir wieder Stabilität. Nee, das bringt uns nicht viel.
Okay, Island wurde der Krieg erklärt. Und da können wir noch die Rassen trennen. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Was würde tatsächlich den Schaden an unsere Garnison senken? Das wäre so ein bisschen eine Idee. Dann kriegen wir Manpower. Viel sogar und Stabilität, aber wir brauchen keine Manpower. Hier kriegen wir weniger Manpower, dafür mehr Orga. Ah, fuck, können wir nicht machen. Naja, die Sachen sind alle nicht so geil. Wir können hier noch einen Kapitalismus einführen, der würde wahrscheinlich Consumer Goods nochmal weiter reduzieren. Und Research Speed auch, aber dafür weniger. Okay, in Ungarn einmarschieren. In Ungarn? Was? Österreich-Ungarn, ich bin jetzt beim Russen in der Fraktion. Warum? Nein, ich muss nur für den Fokus mit Deutschland in der gleichen Fraktion sein. Ach so. Ich dachte schon, du fällst schon zum Rücken oder so. Ich könnte halt entweder den Alliierten joinen, die ja quasi mir gehören, weil das meine Puppets sind. Das bringt mir aber nichts, weil das bringt nur Warbone gegen Kommunisten und wir haben keine Kommunisten, gegen die wir kämpfen. Echt? Haben wir den Kommunismus ausgerottet? Oh, schöner Sicht. Ja, auch in China halt, ne? Oh, fuck. Aber ich habe nicht vor, gegen China zu kämpfen. Wieso? Nein. Weil die 30 Millionen Manpower haben und pro Monat 100.000 neue Recruitable-Installation bekommen. Okay, das ist ein Argument. Ich bekomme 800 pro Monat. Der bekommt 100.000 pro Monat. Ich verstehe dein Problem, ja. Ich, ja. Und sonst könnte ich halt noch einen Fokus machen, wo ich alle Fraktionen liebe und nie wieder einer joinen kann. Das ist auch nicht ganz so geil, glaube ich. Auch nicht gut, nee. Okay, ich könnte jetzt meine Consumer Goods auf 0% bringen mit dem Kapitalismus. Zack. So, Kapitalismus, meine Bevölkerung bekommt gar nichts mehr. So funktioniert das. Siehst du, so, das ist doch der Kapitalismus. Genau so ist der auch in echt, Alter. Oh Mann. Nur noch 12%, weil ich nicht auf Warcon gegangen bin, weil das wegen der Stabil. Aber jetzt habe ich 70% stabil. Und das mit Hessen ist jetzt echt blöd gelaufen vorher. Aber das kann ja nicht geben, weil es ein Puppet ist. Ja. Ja, hättest du mal aktiviert, dass man von Puppets Sachen annektieren kann, ne? Ich habe noch gefragt. Übrigens, du bist ja immer noch so ein bisschen für die Diplomatie zuständig. Dänemark ist auf mich zugekommen und wollte was. Und was wollte der denn von dir? Nicht Angriffspakt. So. Aber prinzipiell ist Dänemark unfaschistisch. Ich glaube, die haben kein großes Problem mit uns. Ja. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis wir in die USA einmarschieren? Musst du Duras fragen, der ist aber gerade nicht hier. Okay. Der hat irgendwas gegründet, New Spain. Oh, tatsächlich. Boah, nur noch das echte Spanien. Die Heilige Allianz, nur ohne, mit Preußen, Österreich und Russland, nur ohne Preußen und ohne Allianz. Das ist so geil, dass ihr gepuppetet habt, ne? Ich habe auf einmal, wie viel hier, irgendwie 80 Sifts oder so, mit denen ich bauen kann. Ich hätte vorher 8. Ich habe so viele Sifts bekommen. Ich habe noch eine riesige Navy halt als Puppet Navy, aber trotzdem. Ja, ich habe gleich in Prag einfach 1000 Jäger. Das war die guten. Ich habe auch 1940er gegeben, wenn die jemand braucht. Ja, ich erforsche tatsächlich schon die 44er. Ach so, perfekt. Aber mit 100% Forschungsbonus natürlich. Aber trotzdem. Soll ich den Russen in unseren Atombündnis einladen? Ich weiß. Weiß nicht. Ja, irgendwie, ich glaube, nee, ich habe ein bisschen. Der Russe Atombomben. Das ist eine Demokratie, der möchte das ja bestimmt gar nicht. Ich bin ein bisschen hinterher mit meiner Artillerieforschung, was echt schlecht ist, wenn meine Hauptarmee aus Artillerie besteht. Also ich bin gerade dabei, die 42er zu erforschen. Werden in 95 Tagen fertig. Perfekt. So, wenn du sowas haben möchtest. Kann ich mir bitte kurz durch dich durchhalten? Natürlich, das kannst du immer, Daniel. Das weißt du doch. Oh, ja, danke. Auch neulich bei einem Freund und dann haben wir so ein dummes Kartenspiel mit Trinkspiel gespielt. Und dann war irgendwie so, ja, Wahrheit oder Pflicht. Nicht so, ja, ich nehme Wahrheit. So, und zu dem Kollegen so, du kennst mich so lange, du weißt eh alles über mich. Und dann die Freundin, die war so, Gott, ist das schwul hier. Ist ja wunderschön. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich heb jetzt einmal eine komplette Armee mit 5x24 Divisionen aus. Und ich habe immer noch zu viel. Soll ich nochmal so viel ausheben? Aber warum nicht? Weil ich kann auch der Infanteriedivision mal noch ein paar Sachen geben. Wobei, nee.
Endlich. Er kapituliert? Achso. Der Irak, der vom Iran revoltiert hat. Freunde von mir schicken mir mal Bilder, wenn sie so cool Leipzig guckt. Merkt, dann denkt sie an mich oder so. Keine Ahnung, was sie damit bezwecken will. Aber immerhin. Noch einmal eine Gebirgsjägerdivision. Stimmt, davon brüche ich noch mal ein paar. Wie habe ich davon jetzt? Achso, ja, genau. So, noch eine davon. Wunderbar. Also. Ich habe gerade mal mit den Skandinaviern geredet und mit Portugal. Von denen würden wir auch noch Unterstützung kriegen. Ja, ich glaube, die USA waren auch so platt. Also, es wird jetzt nicht. Auch wegen Südamerika. Achso, okay. Ich habe Portugal zugesichert, dass er Argentinien und Brasilien kriegt und nicht alles andere. Okay, okay. Weil ich ihn erst damit gedroht habe, dass wir in Spanien einmarschieren. Das fanden die wahrscheinlich nicht so gut. Ja, weil ich habe ihn gefragt, so, was würdest du davon halten, mir Spanien wiederzugeben? Fand er nicht so lustig. Aber ich könnte Armor Speed forschen. Aber man muss ja erstmal ein schlechtes Angebot machen, um ein besseres rauszuholen. Ja, das ist wichtig. Ja, genau. Verhandlungen gelernt. Ja, genau wie die Paketierung von Angeboten. Du musst in Verhandlungen immer mehrere Optionen als Pakete verkaufen, ein Paket an sich ausschließen. Also wir können uns ja ein bisschen und das entscheiden. Dadurch eben unliebsame Sachen, musst du halt ein paar Schritte vorausdenken, schon mal von vornherein ausschließen. Und wenn dann jemand darauf zurückkommen möchte, musst du jetzt sagen, wie, ach komm, darüber haben wir doch schon diskutiert. So, die Frage ist, kann ich jetzt meinen Fokus durchziehen, dass wir gleich den Krieg führen können, oder? Welchen? Also ich brauche noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, weil an sich, das ist nicht böse gemeint, aber das ist zu wenig mehr. Das sind zu wenig Divisionen, die wir unten haben. Das sind große Gebiete, die wir abdecken müssen. Ich habe sehr viele Divisionen noch übrig. Also ich habe wahrscheinlich noch so 150 Divisionen, wenn es so weitergeht. Dann schmeiß mal alles runter, was du hier hast. Ja, Moment. Ich wusste halt nicht, wie es mit Ding aussieht, so mit Versorgung und so, deswegen. Ich habe 46.000 im Plus, Alter. Ich kann nicht. Ja, ich weiß, ich meine Supply halt. Also ich weiß ja nicht, wie man in Amerika, ob man da so viele Truppen. Ja, kannst du. Wenn wir erstmal in Texas sind, ist vorbei für die. Okay. Dadurch, dass die dann auch kein Öl mehr haben, ist vorbei für die. Warte mal kurz. Angetreten. Ihre Befehle. Ich hab jetzt, bin ja gerade bewusst im Bündnis, ich stehe jetzt alle meine Truppen gerade an die griechischen Grenze. Mit dem Fokus. Das ist ja auch ein bisschen komisch aus, wahrscheinlich für dich. So, ich habe jetzt erstmal eine komplette Armee ausgehoben, einfach so. Ich nehme nächste Generäle aus. Stimmt, ich kann mir doch so gute Generäle holen irgendwie. Mach ich gleich mal. Oh, ich werde so viel Attrition bekommen. Ich habe nicht mal genügend Konvois dafür. Oh, Gebirgsjäger 3 und jetzt nochmal. Oh. Aber bei 600 Tage ist ein bisschen weit. So, sparen wir mal lieber noch. Die 106 Tage sind gut. Ich rotte jetzt die eigentliche Terrororganisation aus, die ich gegründet habe, um Mazedonien zurückzuholen. Perfekt. Wobei, ich kann mir jetzt erstmal die Rocket Artillery, die ist wichtiger. Dann kann ich mich anfangen zu produzieren. Alter, habe ich viele Fabriken. Wird hier gepinkt von wem? Griechenland. Oh, ich muss kurz da hoch. Ich glaube, die sind böse. Warum sind die böse? Weil ich an deren Grenze stehen habe. Ach so, ja gut, schlecht. Ich habe übrigens Garnison bei dir. Ja genau, die steht da noch gut. 105 Punkte. Ah ja genau, ich wollte mir Generäle holen. Das war hier. Ah ne, ich kann nur die kroatischen und tschechischen holen. Wir beide? Ja, ich brauche viele Generäle.
Dann können wir mal kurz bei denen schauen, ob wir da was skillen können. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Okay, da geht noch nichts. Ja, okay, die können wahrscheinlich nicht. Mich auch wundern, sind die auch neu. So, und dann würde ich mal kurz meine 1000 Jäger, wenn das geht, kann ich die rüberschicken. Ah ja, perfekt, geht. Je mehr Generäle, desto besser. Gib was deiner Bevölkerung. Nee, meine Bevölkerung kriegt nichts. Ich glaube, ich hänge jetzt auch gleich. Ich mache das automatisch. Also ich hänge die Truppen. Also meine Luftwaffe an die Einheiten an. Ich denke mal, jetzt reicht es aber auch an Truppen, die ich rekrutiert habe. Also jetzt sollten wir danach echt aufhören. Boah, wir können danach nochmal welche davon bauen. Das Gute ist, wir haben jetzt ja das hier verbessert. Das heißt, wir haben wieder 44 Orga. Das heißt, wir können dann noch mehr Artillerie reinballern, theoretisch. Aber wichtig ist erstmal, dass wir jetzt gleich Unmengen an Rocket Artillery bauen. Die Russen haben gerade Kriegspläne gegen mich gemacht, haben vergessen, dass ich in dem im Bündnis bin. Oh, ja, das ist schlecht. Also, sie können leider nicht hier embargoen, weil du kannst nur Spieler embargoen. Ich habe ein bisschen zu wenig Infanterie-Equipment. So, jetzt liegen den Russen wieder. Und join. Wie viel brauchst du? Ach so, alles gut, ich produziere das schon selber. Ich hatte meine Produktion war eh ineffizient. Ich habe 5000 Support-Equipment übrig, das sollte so nicht sein. Oh, ich habe jetzt 5 neue Divisionen ausgebildet. Ich verstehe einfach nicht, was es mit den Ressourcen hier auf sich hat. Ich lade euch jetzt alle zu meiner Research-Allianz ein. Danke, ich lade diese Research-Allianz Bulgarien, Deutschland, Österreich, Ungarn, sonst niemanden ein. Also ich muss ja, irgendwann mal meinen Exportfokus runterdrehen, glaube, das geht so nicht weit. Ich glaube, dass sich meine Forschung interessieren könnten. Ich lade dich leider nicht dazu ein. Oh, okay, dann nicht. Ja, dass du leider nur mich, Österreich, Ungarn und Deutschland ein. Warum auch immer Deutschland, aber ja. Okay, cool, weil ich hätte Rocket Silos für dich. Ja, ich kann dich leider nicht einladen damit. Wie lange braucht Russland, um mir den Krieg zu erklären? Soll ich gegen die Justification geht schneller? 31. März. Meine Güte. Ah ja, okay, perfekt. Ah ja, Honduras, also ehemalig Honduras, du hast dann gleich ein paar Truppen bei dir im Land. Ich hoffe, das passt dann. Hä? Du siehst gleich. Ja, das, was du runter schickst. Ja, ich sehe das schon, die 100 Truppen, die du runter schickst. Ja, genau. Die sollten ausreichen. 120 sind sogar. Ja. Ich lade dich wieder in das Iran-Abkommen ein. Wenn die Texas verloren haben, dann können die ihre Panzer eh nicht mehr bewegen. Dann war es das für die. Habe ich jetzt was falsch gedrückt? Habe ich jetzt gerade gelöscht, das Iran-Abkommen? Oder was habe ich gerade gemacht? Kann sein, dass ich es gerade aufgekündigt habe. Ach, Digga, ich liebe es aber schlecht. Tunnel. Das wäre schlecht. Ja, ich glaube, ich habe es gerade aufgekündigt. Wunderbar. Perfekt. Alter, wann kommen denn mal diese scheiß Konvois an, Alter? Ich hab 73 Konvois, ja. Ich hab minus 300 Stahl. Alter, in den USA ist ja echt stressig mit der Luftwaffe. Da ist nichts. Also, Honduras, wenn du Langeweile hast, du kannst mal Flughäfen an der Grenze zu USA bauen. What happened? Oh, gar kein Problem. Ich baue hier gerade die Infrastruktur für euch aus. Das ist auch gut. Ich hab zwar alles so geskillt, dass sie möglichst wenig Attrition bekommen, aber. Dahin. Und ein dahin an der Westküste. Ich mache jetzt in der Mitte Ostküste und Westküste ein. Also ein 10er-Pack, ne? Okay, ich muss kurz schauen, wie viel Uhr wir es eigentlich haben. Okay, die haben uns gekriegt. Wir haben es 21 Uhr. Und ich muss jetzt quasi mir Frankfurt holen. Ja, du musst einfach Opfer Peels machen und da sagen Hessen. Ah, take state. Du musst halt durchscrollen, das wird ein bisschen lang dauern. Das ist ganz unten. Ganz unten? Das ist bei seinem Puppet. Erst kommt er, dann kommt hier seine Verbündeten und dann kommt die Puppet. Sicher, ich sehe nur seine Provinzen. Ja, musst du ganz runtergehen. Ja, ich war ganz unten. Das kann nicht sein. Oh mein Gott, er hat die noch nicht reingecallt. Ja, er soll die mal reincallen. Ja, wollte gerade sagen. Ja, ich sag ihm Bescheid. Jo, danke.
Die Fallback-Line über ganz Mexiko. Ja, nee, wir machen ja, wir haben das ja hier so ein bisschen koordiniert. Bin übrigens sehr froh, dass die Briten existieren. Dadurch, nehmen wir jetzt einmal Bonus für Artillerie holen. Heiko. Ja, ich. Das Spiel ist abgestürzt. Ah. Ja, er kann direkt hotjoin tatsächlich noch schnell, weil der Part wäre eh zu Ende. Nee, die wollen wohl anscheinend jetzt aufhören. Oder so. Okay, dann moderiere ich kurz ab. Na, finde ich ein bisschen doof gerade. So, dann müssen wir jetzt leider beenden, weil wir können hier an der Stelle jetzt nichts mehr machen, sonst gibt es nämlich richtig Ärger. Aber wir werden nächstes Mal auf jeden Fall das HRR gründen können und hier in die USA einmarschieren. Das wird auf jeden Fall spannend und ich denke mal, meine Armee nimmt langsam auch Form an. Wir müssen nur echt gucken, dass demnächst mal eine schwere Panzer produziert, sonst haben wir ein Problem. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.